Wieso sage ich Tschüss? Es geht doch weiter. Ich bin behindert. Okay. Okay, dann haben wir das auch. Öffnen. Kaiser Clown. Okay. Angriff, Angriff, Angriff. Oh, Blinkstufe 16 und so. Verdammt. Okay, ich habe deine Idee. Anzahl. Steigert die Aktion. Sie lässt die Zeiger langsamer vergehen. Deswegen sagt er die Angriffsanzahl. Aura, Berserker und du Angriff. Es trifft mich nicht. Ich habe Schild. Ich habe. Ja, es trifft mich nicht. Gut. Bisschen Angriff verstärken. Richard muss ihn treffen. Trifft es ihn? Ach, Kacke, Mann. Ich verstehe aber nicht, warum die anderen ihn. Aber dieses, das hält ja nicht für ewig, die Stufe. Oder? Warte, hält Blink für ewig? Wenn doch, habe ich auch andere Möglichkeiten, diesen Wichser zu töten. Wozu habe ich die ganzen... Okay, gut so. Gut so, 2000 abgezogen. Angriff, 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 Angriff. Das klappt sowieso nicht. Sag ich doch. Ach man. Leck mich doch. Angriff, 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 Angriff. Feuerstufe 16. Wieso ausgerechnet auf Richard? Wieso triffst du und ich nicht? Also Richard. Okay, er hat getroffen. Wie viel Leben hast du, verdammte Scheiße nochmal? Anti-Z. Okay, bei 2 hat es nicht getroffen. Ja, er ist tot. Hä, wieso stirbt er? Ich wieder frage es einfach nicht. Akzeptiere es einfach. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, Richard. Warum? Du hast ein Schild an. Das bringt dir trotzdem nichts, oder was? Ja, endlich, Mann. Ja, Stab, okay. Schwarze Robe. Dankeschön, hätte ich nicht brauchen müssen, aber egal. So, 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 so. Also, Leute, Opfer das Blutschwert in den Sonsmodus. Das ist echt gut so. Oh nein, nicht diese Bastarde. Ihr dürft niemals mit dem Blutschwert den angreifen, weil ihr heilt euch, also ihr heilt den Gegner und verletzt euch dabei auch noch. Oh nein. Nein. Oh Scheiße. Ich deswegen hasse ich diese Gegnergruppe. Okay, du greifst den kleinen Zweck da hinten an. Okay, lass mich angreifen. Oh, wenn ich jetzt kein Schild hätte, hätten sie mich jetzt alle verwirrt und ich hätte mich selbst ganz angegriffen. Oh, du triffst mich nicht. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Ja, heil dich an mich, du Hurenbock. So. Wieso, Leute? Richard, wenn du den jetzt angreifst, schlag ich. Weil ich kann ihn nicht schlagen, aber dann sage ich nur stirb einfach. Okay, gut. Gut, gut, gut. Zum Glück habe ich die ultimativen Waffen gefunden. Oder dafür gekämpft eher. Nicht richtig gekämpft, eher mein Blutschwert so, aber egal. Kampf ist gilt. Kampf ist Kampf. Okay. Jetzt noch 2 Stockwerke und da sind wir beim Boss. Aber erstmal ein bisschen heilen. Ich habe sowieso genügend Aether.
Okay. Dann auch. Jetzt kommen wie viele Stockwerke noch? Ah, der letzte. Okay, hier war eine Truhe mit Genji-Helm. Das gebe ich einfach mal ihm hier. Yep. Ich scheiß auf Josef. Okay, das haben wir dann auch. Zu viel gehen. Bock mehr. Ah. Warte, gleich bin ich beim Boss. Ach, noch ein Stockwerk. Schätze oder so. Egeschild, das gebe ich ihnen dann. Ja, okay. Okay, dann. Hier gibt es noch eine Truhe irgendwo da oben. Bildet. Nein. Genji-Rüstung, das gebe ich ihm. Er muss auch von der Verteidigung irgendwie leben. So, dann haben wir jetzt alle über 100 Verteidigungspunkte. Mir das auch und locker 40 Minuten Part. Und so kommen wir zum Boss. Und bevor ich gegen den Boss kämpfe, wollte mich der Schattendrache vergewaltigen. Okay, so. Items, Ether brauchen ja sehr viel. Also er hier und du auch bisschen. Warte mal, warum? Ich kann ja Elixiere machen. Ha! So. Ultima Grimoire kann da irgendwie verrecken. Ist mir sowieso egal. Rüstung kurz zeigen. So. Warte, Monsterfibel. Wie viel habe ich? 97%. Ach, das ist gut. Stahlgigant, das sind jetzt die ganzen Dinger hier. Und reden wir mit dem hier? Bei dem Imperator sieht ja anders aus. Ich heiße euch willkommen, heilige Krieger. Der Imperator! Doch nicht jener Imperator, den ihr zu Gesicht bekamt. Dieser hier besitzt eine andere Aura. Etwas ist anders an ihm. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, die er euch bereitet hat. In der Tat wurde ich von Firion bezwungen und vernichtet. Und ich spaltete mich in zwei. In ein gutes und in ein böses Ich. Aha! Und du bist der Gute? Ja, denn mein böses Ich erlangte die Herrschaft über das Böse selbst und wurde Herrscher des Pandemoniums. Das heißt, wir sind nicht im Pandemonium? Die Umgebung ist ähnlich, doch wir befinden uns im Palast des Himmels, Aruboth. Es ist nicht die Jade-Passage, doch durch die ihr gekommen seid, sondern Raikia, der verbotene Ort der gefallenen Engel. Engel, die gesündigt haben. Wir werden als Monster in Raikia wiedergeboren. Ich wurde zum Herrscher von Aruboth auserkoren. Minyu, der du das Bansi gebracht und dafür mit deinem Leben bezahltest. Prinz Scott, der du im Kampf um Kashyyyk einsam starbst. Josef, der du in einem Hinterhalt Borgens erschlagen wurdest. Ritter des Drachenordens Richard, der du von meinem bösen Ich getötet wurdest. Und alle, die im Krieg gegen den imperialen Armeen ihr Leben ließen, rief ich hierher. Zu welchem Zweck? Um Gnade zu bitten. Für das Unheil, das mein böses Ich über eure Welt brachte, muss ich um Vergebung ersuchen. Vergebung? Wir sollen dir vergeben? Nein, verzeihen. Okay, vergeben geht doch. Für all die Gräueltaten? Für all das Töten? Niemals! Damit habe ich gerechnet. Eure Gedanken der Tugend sind begrenzt. Menschen sündigen. Sie stillen und sie töten. Die Taten der Übeltäter werden gerecht. Doch ich frage euch, ist Rache etwa keine Sünde? Vergebt mir und ihr werdet ewig leben, hier in diesem Paradies. Vergeben? Ewiges Leben? Dies ist das Paradies? Vergibt meinem bösen Ich für die vielen Untaten.
Richard! Papa! Vater! Gordon! Lasst euch nicht beirren! Hilda! Sie haben noch nicht aufgegeben. Seht euch mal diesen Kampf an. Den sollte ich angeblich gegen den Imperator geführt haben mit Sanctus und so. Ja, ist klar. Ich habe so einen Kampf gemacht. Ich habe ja gegen den Imperator Sanctus und alles Mögliche eingesetzt. Und mein HP waren ja nicht 9099, 3000 und so. Ist klar, unlogisches Spiel. Einfach unlogisch. Und Leon trifft nicht mal, ist klar. So habe ich niemals Was für Pfeile? Ich habe nie Pfeile benutzt. Was los? Wie wollt ihr mich verarschen? Meteorit, ja. Jetzt zeigen die kurz mal, wie ich gegen den Imperator so gekämpft habe. Angeblich mit 3000 HP, 1800, 4500, 3250. Ist klar. Und MP war immer so, ja. Ist klar, Leute. Ist klar. Fickt euch. Ja, fickt euch einfach. Ultima, Stufe 16. Ja, ich habe in meinem Kampf Ultima eingesetzt. Da sieht aus wie ein Zellkern. Ja, ich hab das eingesetzt. Ich gebe es zu. Man sieht es ja. Einfach Fliege. Ich werde ein Ritter... Kane? Der Junge heißt Kane? Was sagt euch das, Leute? Kane? Stufe... ich sag Stufe. Final Fantasy 4. Ich werde ein Ritter. So wie du, Richard. Mir geht es gut. Du bist der Stolz von Kashian, Bruder. Auch ihr dürft nicht aufgeben. Also, Kane, hier ist ein Drachenritter. Also, in Final Fantasy 4 lernen wir einen Kane kennen. Also, das ist also der Kane von Final Fantasy 4. Das ist der Bezug zwischen 2 und 4. Was ist? Reizt euch das ewige Leben nicht? Ich bin bereits tot. Ich darf nicht schwach werden. Die Seele des Ordens lebt in Kane weiter. Wir wählten einst alle den Tod. Doch nicht um zu sterben, sondern um uns an unserem Todleben erblühen zu lassen. Ihr törichten Menschen, nun gut, dann nehmt euren Tod entgegen. Wir sind schon tot, verdammter Fettkopf. Feindlicher Erstangriff, Flairstufe 16. Ja, du sollst ein guter... Du sollst die gute Seite sein von dem Imperator. Man sieht ja das Gute an dir, ja. Angriff. Ich werde dich so verarschen. Dich so verunsichern. Dich so umbringen. Sanctus? Sanctus! Aha, Schaden zu wenig. Boah, Kane macht gleich so einen Hammerschaden. Ha 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 ha. Ich bin so froh darüber. Komm. Angriff. Trifft nicht. Gut so, Miss. Jetzt ein bisschen Angriff verstärken und dann vernichten wir diesen Fettkopf von Endgegner. Der nichts drauf hat mit dem Blutschwert. Der hat 25.000 LP. Also haben jetzt... Okay, 20.000 dann angeblich. Und das war der Imperator. Wie schnell ging der Kampf? Sehr schnell, sag ich ja. Boah, die Folge wird doch extra lange sein, hallo? Locker 50 Minuten, locker. Und so setzt ihr euren Kampf fort, ihr Narren. Eure Geschichte befleckt mit Blut und Krieg. Oh. Du Schwachmat, du wolltest uns angreifen. Egal, stirb einfach, stirb. Aha, in dieser Zeit haben sie auch... Ich? Unmöglich. Eine Niederlage ist nicht akzeptabel, nicht nur einmal, sondern sogar ein zweites Mal? Soll ich euch unterlegen sein? Wer... Was seid ihr? Oh... Ha, Pech gehabt, du verdammter Bastard. Jetzt seht ihr nochmal das Ende. Nur ein bisschen anders.
Und ich habe keinen Bock, das vorzulesen. Ja. Yep. Yep. Jetzt sehen wir Menü. Ja, habe ich schon gesehen. Yep. Scott ist da. Siehst du ihn nicht? Gordon, ein Hoch auf meinen Bruder König Gordon von Kashyyyk. Also was die vier sagen, werde ich vorlesen, aber die anderen kennen wir ja schon. Ja, du willst mich ausrauben, ist klar. Ja, du bist arbeitslos, geh zur Arbeitsamt, Mann. Die geben dir einen Job. Als jedes Arbeiter. Ja. Du willst was verfehlen, aber Maria will es nicht. Ja, ich verstehe. Ja, gut so, verpiss dich. Ja. Tschüssi. Ja, dein Vater ist sehr glücklich. Du wirst ihn auch gleich sehen. Josef! Meine Nelly. Nelly Furtado. Jetzt kommen noch Kane und die Mutter. Kane und ich haben beschlossen, um uns in Finn niederzulassen. Meine, ja. Ja, Kane wird in Final Fantasy 4 eine große Rolle haben. Das wirst du, Kane. In deinen Adern fließt das Blut eines echten Drachenritters. Richtig. Ja, sei dankbar, Hure. Gordon, sorge gut für Hilda. Ja, irgendwie hat dieser Geier auch irgendwie in dieser Story nichts beizutragen. Außer seine abgesagten Sätze da. Nein, Leon geht weg, weil die Story noch nicht vorbei ist. Ja, du hast zu viel gesündigt. Yeah. Ja, er hat zu viel getan, er muss dafür. Leon, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Das kann ich dir versprechen. Aha. Locker 50 Minuten Part ist das. Auch für uns wird es Zeit zu gehen. Unsere Reise hat eben erst begonnen. Dann sollten wir auch aufbrechen. Es ist ihre Welt, nicht mehr die unsere. Minyu, werden sie es. Habt Vertrauen, Prinz Gott. Sie werden eine neue Menschheitsgeschichte schreiben. Ohne Blut und ohne Krieg. Okay. Und in Final Fantasy 4 geht's weiter mit Kay. Kann ich das nicht irgendwie überspringen? Ein lang andauernder Krieg ist endlich zu Ende gegangen. Der Imperator hat sich in zwei geteilt. In einem habe ich ihn getötet mit 3000 HP, mit dem anderen auch. So, die Monster. Ach, endlich ist dieses Projekt zu Ende. Das Pandemonium. Ich glaube, ich werde das teilen. Ja, ich werde das teilen. Sie alle sind verschwunden und mussten an der neuen Zeit des Friedens weichen. Weichen. Die Wunden des Krieges werden verheilen. Okay, da habe ich insgesamt 21 Parts gebraucht. Die qualvollen Tage schon bald vergessen sein. Eines darf nicht in Vergessenheit geraten, das nämlich die unerschütterliche Freundschaft unserer Gefährten diese Welt gerettet hat. Wieso weißt du das? Vielleicht waren sie keine Freunde, einfach nur so Kollegen, so Weltritten und so. Oh. Final Fantasy 2 Renaissance-Modus. Oh, endlich geschafft. Endlich habe ich dieses Projekt zu Ende gemacht. Verdammt, Mann. Hat ja lange genug gedauert. Boy. Was soll ich dazu sagen? Habe ich beim ersten Durchspielen schon alles gesagt? Egal, jetzt kommt Final Fantasy 4 mit Kane, aber Ben kann das viel, viel besser sagen. Aber ist schon gut gewesen, also wie Devil Inside gesagt hat, ist schon geil, dass man hier mal kurz sehen kann, wie die ganzen anderen toten Menschen gelebt haben. Aber endlich habe ich 1 und 2 durch. Von wenigen Leuten, die 2 durchgezockt haben,
gehöre ich zu denen mit guter Qualität, mit 480p. Haha. Und guter Soundqualität ist immer so bei mir. Oh, scheiße, Mann. Das wird locker 6... Ey, wenn es so weitergeht, da habe ich locker... Ja, ich habe schon eine Stunde Part. Ich werde das so schneiden müssen, dass es jedes Mal jemals 30 Minuten sind. Oh, das wird geil. Das wird geil, Leute. Ich könnte auch diesen eine Stunde Part hochladen, wenn ich wollte. Soll ich das machen? Ach, nee. Ich werde nicht so böse sein, dann müsst ihr wirklich eine Stunde eurer kostbaren Zeit wie dieses Drecksvideo verschwenden. Nee. Naja, jetzt kommt Final Fantasy 4. One Piece mache ich sowieso noch nebenbei, werde ich dann morgen machen, Freitag. Da habe ich One Piece auch fertig, Final Fantasy Crystal Chronicles ist jetzt auch bald fertig, Naruto muss ich auch bald fertig machen, da kommt der Naruto Path of Ninja 2 habe ich auch noch, haha. Da kommt noch ein paar andere Teile auch noch dazu, Ja, es wird schon etwas dauern. Es wird eine geile Weihnachtsfeier. Mit meinen Videos. Soll ich ein Special-Video machen? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was für ein Special-Video da machen könnte. Shinpei Asuma. Ach, was soll ich dazu sagen, Leute? Ich habe einfach keinen Plan. Was soll ich sagen? Ich könnte eigentlich alles vorlesen, was hier steht, aber das wäre zu langsam. Zu langweilig meine ich, nicht langsam. Ach man, Final Fantasy 4. Ich glaube, dieses Projekt werde ich auch schnell bekommen. Da muss ich nicht so viel leveln wie in 2. Boah, ich muss so viel leveln. Das hat so lange gedauert. Ja, Square Enix, ihr habt schon ein tolles Spiel gemacht, aber 2 hättet ihr echt nicht so extrem mit dem Level-System kommen müssen. Yep, ist Ende. Yep. So, das war's mit Final Fantasy 2. Wir sehen uns in Final Fantasy 4 wieder. Tschüss.